Erst kürzlich verkündeten Antonia Hemmer, 22, und Patrick Romer, 26, ihre Trennung. Jetzt musste die Bauersucht-Frau-Kandidatin die nächste traurige Nachricht verkraften. Bauersucht-Frau. Alles aus bei Antonia Patrick. In der vergangenen Staffel Sommerhaus der Stars konnten sich Antonia Hemmer und Patrick Romer den Sieg sichern. Die Freude über den Titel Promi-Paar 2022 hielt allerdings nicht besonders lang. Schon während der Ausstrahlung musste besonders TV-Bauer Patrick harte Kritik einstecken. Der Grund: Der 26-Jährige erniedrigte seine Freundin immer wieder vor laufender Kamera, woraufhin zahlreiche Zuschauer auf Antonia einredeten, dass es besser wäre, sich von ihrem Freund zu trennen. Und tatsächlich, die Beziehung hielt dem Druck der Öffentlichkeit offenbar nicht stand. Vor wenigen Wochen verkündete das Bauersucht-Frau-Paar das offizielle Liebesaus. Bauersucht-Frau, traurige Nachricht. Um die Trennung richtig zu verarbeiten, scheint Antonia allerdings aktuell keine Zeit zu bleiben. Nur kurz nach dem Liebesaus musste die Blondine nämlich den nächsten Schicksalsschlag verkraften, ihr Großvater ist verstorben. Bereits vor einigen Tagen deutete Antonia an, dass sich der Zustand offenbar verschlechtert hatte. Mein Opa ist wieder palliativ zurück im Heim. Ich denke, er hat es bald geschafft. Nur wenig später teilte die 22-Jährige dann das nächste Update und erklärte: Gestern waren meine Mama und ich über 10 Stunden bei ihm. Als wir uns abends was zum Essen holen waren für circa 30 Minuten und zurückgekommen sind, war er nicht mehr da. Antonia Hemmer. Abschied von ihrem Opa. Antonia erklärte, dass ihr Opa 92 Jahre alt geworden sei und so lange gekämpft habe. Außerdem sei ihr Großvater eines ihrer größten Vorbilder. Aktuell erklärte die Blondine im Netz, dass sie und ihre Familie derzeit alle Vorbereitungen für die Beerdigung treffen würden. Wir wünschen Antonia in dieser schwierigen Zeit viel Kraft für die Zukunft.